Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück bei HNZ1. Wir laufen gerade von einem Typen weg, meine ich zumindest. Ich glaube, der will uns was tun. Ich habe da irgendwie so einen leichten Dunst. Die Zombies, die wir in der letzten Folge platt gemacht haben, die liegen ja leider gar nicht mehr. Wir haben aber ist er immer noch da? Bammel, ich will mich eigentlich gar nicht prügeln. Leute. Ich bin ganz so glücklich mit meinen Sachen, ich will eigentlich gar keinen Stress haben. Da esse ich lieber hier mein Zeug. Was ist das da? Ach, das ist auch noch was zu essen. Okay. Und hoffe, dass ich irgendwann mal eine Axt finde. Man kann sich auch selber eine machen, aber ich weiß nicht wie. Das ist das Problem. So, warte mal. Da sind noch Sticks. Dann mache ich mir noch eben die Arrows. Noch kommt ja keiner von rechts. Der hat irgendwie hey, hey gerufen und ist hinter uns hergelaufen. Also erst nicht, aber dann schon. Dann kann man wieder aus dem Haus raus. Und da habe ich keinen Bock drauf. Nicht im Moment. Oh, guck mal, hier sind auch ganz viele Pfeile. Nehmen die mal mit, ne? Wollte der Typ, der wer auch immer die hier gelassen hat, ja wohl nicht haben. Dann sind das jetzt alles unsere... So. T-Shirts brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Alles, was wir gerade brauchen, ist... Metall oder eine Axt oder so. Aber ich weiß nicht, wo er Metall herbekommt. Ich meine auch mal gesehen zu haben in einem Stream, wie jemand einfach auf dem Auto einkloppt und das dann bekommt. Aber dafür braucht man noch mehr als so einen Stock, oder? Da kann ein Stock doch nicht reichen. So, liegt da was? Oh, da liegt tatsächlich was. Oh! Guck mal, jetzt haben wir unseren eigenen. Wie, no space for Z. Natürlich, space for Z. So, dann tauschen wir das. Du sollst es ja auch da reintun. So, dann können wir das nämlich zerreißen. Und haben dann noch mehr Stoff. Crafting. Wie kann ich denn... Da sind schon ziemlich viele Rezepte, die man damit finden kann. Ih, was habe ich jetzt getan? Hoppla, das wollte ich nicht. Okay, ich habe aber noch, ne? Das Ding ist im Moment auf unserem Rücken. Auch wenn man es nicht sieht. Wir haben 7 Stoff. Ich hoffe, dass der Helm uns dabei hilft. Pfeile abzufangen, wenn irgendjemand da drauf schießen will. Das ist schon mal hilfreich. Bin mal echt gespannt, wie lange wir das hier überleben. Wer das Dino-Spiel mit mir gesehen hat, der weiß, dass ich nicht so survivalfähig bin. Nicht so wirklich. Jedes Haus zu durchsuchen wir jetzt, glaube ich, auch Schwachsinn. Das da unten, das sieht irgendwie gut aus. Das sieht irgendwie so aus, als hätte das was. Obwohl, war man da nicht schon drin? Ich weiß es nicht, aber es ist mir auch egal. So, das da, alles meins. Da unten ist noch eine Tanke. Die wir mal eben reingehen können. Und dann verpiesen wir uns mal hier aus dieser Stadt. Dann rennen wir mal lieber raus in die Wildnis. So, hier ist aber nirgendwo irgendwas. Warte mal, das kann ich doch kaputt machen, ne? Wenn ich treffe. Hallo? Nö. Okay. Das wird wohl nix. Hallo. Schade. Doch Leute gesehen, die das hier alles kaputt gemacht haben. Und angeblich soll dann sogar manchmal Loot drin sein. Aber vielleicht braucht man dafür einfach eine Axt und die habe ich nicht. Ich muss gleich echt mal gucken, wie man an dieses Metallzeug drankommt. Um sich dann die Axt zu machen. Dann haut es nicht, ne? Oder? Das ist doch albern. Irgendjemand, irgendein Typ, der... Oh, oh. Oh, oh. Die wollen mir wehtun. Hallo? I have the hands up. Are you sure? I have the hands up. But there are two of you. Okay, ich muss wegrennen. Wenn er wirklich friendly ist, dann wird er mir jetzt nicht hinterhergerannt kommen. Oh oh. Wie zur Hölle?
Okay, wenn ich denen jetzt vertraue, dann bin ich tot. Wenn ich denen jetzt vertraue, dann bin ich tot. Ich muss hier weg, ich muss hier unbedingt weg. Ich muss hier unbedingt weg. Kann er nicht aufhören, mich voll zu sammeln mit seinem Hey Man? Bitte, lass mich doch einfach nur in Ruhe. Das Gute ist, dass sie nicht schneller sein können als ich. Sie können nicht schneller sein als ich, solange ich mich einfach noch nicht umdrehe und renne. Hilfe! Okay, da unten sind ganz viele Zombies. Da gibt es auch manchmal viel Loot, das habe ich mir letztes Mal auch schon gefunden. Okay, die sind immer noch hinter mir, ja? Ich glaube nicht, dass sie aufhören werden. Oh, Scheißdreck. Oh, Scheißdreck. Scheißdreck. Verdammter Scheißdreck. Okay, wir halten uns erstmal. Können wir so lange laufen? Ah, kacke, wir haben Stamina. Stamina ist, glaube ich, gleich im Arsch. Stamina ist gleich im Arsch. Die sind bestimmt scharf auf meinen Helm. Die sind nämlich zu zweit. Und die sagen sich dann, hey, guck mal. Oh, da oben sind noch mehr. Hello, are you friendly? Are you friendly? Guys? Yes. Please don't shoot and be careful. Over there are two guys with bows. Bows. So, don't worry, you have guns. Be careful. Good luck. Okay. Okay. Die hatten sogar eine Waffe, die Typen. Die Typen hatten eine Waffe und haben nicht auf mich geschossen. Das ist nett. Oder da ist einfach noch nichts drin in der Waffe. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ist da irgendwas Geiles? Was Geiles? Nein, da ist nichts Geiles. Okay. Ich habe Bammel, dass sie gleich irgendwo vor der Ecke kommen. Ich laufe mal lieber weiter. Oh, Mann, 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 Mann. Vielleicht halten die mich ja für einen von den anderen, weil ich auch einen Motorradhelm aufhabe. Aber die können ja Meilenblitz da lesen. Wenn ich schreibe, hallo, seid ihr friendly? Wir haben sogar Guns. Kamen die vielleicht gerade von einem Airdrop? Die Typen. Ich hoffe, die kommen jetzt gleich nicht von irgendwo. Ich hoffe, die kommen nicht gleich von irgendwo. Scheiße. Okay, ich muss mich irgendwo verstecken. Und mal kurz mampfen und regenerieren. Okay. Ich glaube, da kann ich runtergehen unter der Brücke. Sind da schon Pfeile drin? Nee, ne? Das sind nur Pflanzen. Okay. Puh, gib mir schnell ein paar Beeren. Ich... Ach, guck mal, da kann ich sogar durchgucken. Okay, ich glaube, das sollte nicht so sein. Aber ist auch egal. So, ich setze mich jetzt hier hin. Wenn ich irgendwo irgendjemanden sehe, dann renne ich. Kann ich das zur Seite schieben? Oder nach unten? Nee, kann ich nicht. Okay. Puh, also ich bin, wenn man friendly ist, dann sagt man ja, ich bin friendly und man geht einfach weiter. Aber man rennt doch nicht hinter Leuten her. Hallo, hallo, ich bin friendly, packt seinen Bogen aus, um zu zeigen, wie friendly man ist. Ich glaube, das sollte man nicht tun. Ich glaube, das sollte man nicht tun. So, wir machen erstmal wieder unser Essen ganz hoch. Stamina, okay, Stamina wächst wieder. Okay, dann ist ja gut. Wenn man sitzt, dann läuft das, glaube ich, ein bisschen besser. Flip. Flip. Und flip. So, das reicht erstmal. Meine Fresse, ey, was ein Aufwand. Vielleicht haben die jetzt Stress mit den anderen beiden, das kann natürlich sein, aber das ist mir egal. Denn ich bin einfach nur glücklich, solange ich überlebe. Ich kann ja mal ab dem nächsten Mal immer so einen Tag einblenden, der wie viel Tag das schon ist. Oder wie viel Tevor, obwohl das sieht man ja sowieso. Wie lange ich schon überlebt habe. Das würde mich mal interessieren. Denn allzu lange kann das ja nie bei mir dauern. Ich bin froh, dass ich jetzt die ganze Folgensitzung bis hierhin überlebt habe. Das ist schon mal was Außergewöhnliches für meine Verhältnisse.
Okay, die kommen nicht. Dann sind die wahrscheinlich irgendwo anders. Aber die kamen ja schon von hier. Dann wollten die den ganzen Weg hinter mir herrennen. Zurück. Mein Gott, ey. Aber die anderen hätten mich ja auch abknallen können. Haben sie aber nicht. Oh Gott, wer ist er denn? Nö, hab ich keinen Bock drauf. Nö, nö. Ich hab schon genug zu essen, Wolfie. Ich brauch dich nicht. Du bist nicht sehr hilfreich. Nöp. Nicht, dass ich jetzt gerade wieder zum Ende der Map renne und dann irgendwo hochlaufe und einfach tot umkipp. Aber das, wo wir gerade waren, ich glaube, das war schon eine relativ große City. Ich weiß nicht, ob es da noch was Größeres gibt. So, die Typen, die kommen nicht. Ist klar, ne? Von anderen Spielern kriegt man natürlich am schnellsten Stoff. Obwohl von Zombies eigentlich auch. Mittlerweile. Haben wir ja gerade gesehen. Oh, ich dachte schon kurz... Hilfe. Ich dachte kurz, ich hätte jetzt was Cooles bekommen. Und was ist es? Das Item ist nur am Arsch. Was ist denn das? Können wir Kraft den? Okay. Wieso? Weiterlaufen. Ich glaube, mitten auf der Straße entlang dackeln ist auch nicht mein bester Plan. Wir halten uns mal ein bisschen weiter rechts. Und gucken dann, wo wir rauskommen. Ich brauche mal wieder eine Zeitanzeige. Ich weiß gar nicht, wie lang die letzten Folgen geworden sind. Die können ewig lang geworden sein. Ich habe nicht drauf geachtet. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir sammeln jetzt erstmal Zeug. Rennen muss ich ja eigentlich gar nicht. Ist ja keine Eile. Okay, ich habe einen Brennschritt. Aber ich habe schon wieder einen, okay. Einfach nur Beeren sammeln, dann kriegt man immer die ganz normalen Nahkampfwaffen. Das ist super. Und da oben ist doch bestimmt eine City, in der wir kurz Halt machen können. Das Einzige, was echt noch fehlt, ist eine Axt. Also ich muss gleich mal in der nächsten Aufnahmepause gucken. In einem Wiki, wie man an das Zeug drankommt. Und was man alles kräften kann, vor allen Dingen. Redet da jemand? Nein, redet keiner. Selbst wenn, da ploppt ja was auf. Und nein, das ist kein Schummeln. Ich habe nur keinen Bock, hier alles auszuprobieren. Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen, das ist alles. Und ein Häuschen, ja, das bringt ja nicht so viel, ne? Dann hast du da ein Häuschen hingesetzt und dann hockt das da. Also, am besten suchen wir uns irgendeine fertige Landhütte irgendwo. Und nicht diese. Denn die macht mir irgendwie Angst. Aber da gehen wir noch eben rein. Wer weiß, vielleicht ist es ja dieses letzte Haus, in dem wir unsere Axt finden. Oder da hinten drin. Das kann auch gut sein. Genug zu essen haben wir ja auf jeden Fall. Oder wir brauchen, na, wie heißt es? Die Woodplanks. Ich glaube, damit kann man das Teil machen, indem man Feuer anzündet. Da rennt doch irgendjemand. Oder ist das ein Zombie? Das ist ein Spieler. Hat er geschossen? War er das? Ach du Kacke. Bitte nicht. Nicht schon wieder. Nein. Ich werd bekloppt. Man hat natürlich auch den Nachteil, wenn man einmal sagt, please don't shoot, guy, please. Dann weiß jeder Arsch, dass da jemand ist. Okay, da unten könnten wir reingehen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Und um ehrlich zu sein, ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich renne jetzt mal hier durch. Guck schnell, ob ich irgendwas finde. Der kommt gleich irgendwo um die Ecke und macht mich tot. Ganz bestimmt. Ich will dann nur eine Axt, aber jeder hört mich auch laufen, ne? Man hört jeden Spieler. Sofort. Ich glaube auch, wenn der schleicht. Nee, ich brauche nichts aus dem Fritsch. Wo ist der Typ? Da oben ist er. Der hat ein bisschen gebraucht, um uns zu finden. Jetzt geht er gerade da oben in das gelbe Haus rein. Okay, wir müssen unbedingt lieber hinten hergehen. Unbedingt. Hier ist, glaube ich, sowieso nie irgendwas. Da will ich gar nicht erst rein. Ist da vielleicht irgendwas? In diesem Dreck? Nö. Warum auch? Hello? Hello. Are you friendly? Yep, yep.
Be careful, over there is a guy with a bow. He tried to kill me. Wir können ja mal zu jedem nett sein. Vielleicht prügelt er sich ja dann mit dem. Wir sollten jetzt nur unseren Bogen nicht auspacken. Obwohl, man kann sich die Namen ja vielleicht auch merken, ne? Die dann da oben links aufploppen und dann denken, oh ja, das ist der nette Typ, der hat mich gewarnt. Und dann ist alles gut. Aber hier sind jetzt schon zwei andere Typen, dann lassen wir denen das mal. So wichtig ist mir das nicht. Ich, zehre lieber der Natur. An der Natur. Und guck, ob ich irgendwie am Metall rankomme. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch fehlt. So, dich nehme ich noch mit. Und ich glaube, dann hocke ich mich da gleich mal irgendwo in den Busch. Und logge mich aus. Und mache da eine kleine Aufnahmepause. Ich nehme ja immer drei Folgen hintereinander auf. Und bin zufrieden, weil ich dann ganz viel zu rendern habe. Ich glaube, der Berg da... Obwohl, warte mal, da ist sogar eine Hütte, ne? Dann ist das jetzt die ultimativ letzte Hütte. Für heute. So. Du bist meins. Und du bist auch meins. Einfach ein Haus irgendwo nirgendwo. Ich hoffe, da ist jetzt keiner drin. Ich weiß auch nicht, ob man sich da reinsetzen sollte und ausloggen. Das kann natürlich auch blöd ausgehen, ne? Okay, da ist schon nichts drin. Ach, die Dinger hier zu durchsuchen, das bringt doch gar nichts mehr, oder? Das lassen wir erstmal. Es lohnt sich erst, wenn sie wirklich mal einen Patch drin haben mit... Oh, was denkt denn da alles? Ganz viele Woodsticks. Aber wirklich ganz viele Woodsticks. Dann war hier wohl schon jemand, hat irgendwas gefunden, was ihm gefallen hat, aber er konnte es nicht mitnehmen und musste ganz viele Woodsticks wegwerfen. Aber wie viele hatte der denn? Warte mal. Wie viele Woodsticks sind das denn? Ach, vier, ach, fünf Stück noch. Okay, die verbrauchen nur immer 10 Platz, ne? Das ist natürlich heftig, aber wenn du dir vorstellst, wie du so einen Woodstick in ein T-Shirt rammst, da hält natürlich nicht so viel. Warte mal, hier war ich doch schon mal. Ich erinnere mich, hier war ich schon mal. Warte mal, ich setze mich mal da unten an den Berg. Oder da hinten im Wald, hier so in dieses Waldstück. Irgendwo dahinter ein Baum und lock mich dann aus und mache eine Pause. Ich hoffe, in den 10 Sekunden, in denen ich aussaugen muss, kommt jetzt kein Typ. So, die Beeren, die nehme ich eben noch. Und den Brench. Warte mal, wie kann man sich nochmal hinsetzen? So. Und ich sage bis dann und zur nächsten Folge. Ich guck mal, wie man sich eine Axt machen kann. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr zu tun. Können auch Bäume fällen und vielleicht echt mal so eine kleine Bude bauen, je nachdem. Und dann traue ich mich auch ein bisschen mehr mit einer vernünftigen Nahkampfwaffe. Denn man braucht ja immer lange, um mit dem Bogen nachzuladen. Vielleicht haben wir dann einen kleinen Vorteil oder ein Messer oder irgendwie sowas. Aber bis dahin sage ich jetzt mal Tüdelü und zur nächsten Folge von H1Z1. Bis dann. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 la casa de la bachata. ¡Hey!